Hallo und herzlich willkommen hier auf Flurella.de. Diese Videos sollen euch das Abi-Niveau in Baden-Württemberg ein bisschen näher bringen und solche Aufgaben könntet ihr im Pflichtteil, also ohne Taschenrechner, im Abi erwarten. Meistens waren es Aufgaben 3, denn die Aufgabe lautet, löse die Gleichung. So, hier die erste, e hoch x minus 2 minus 15 e durch e hoch x soll 0 sein, das sollen wir lösen. Solche Aufgaben, wir sehen das sofort, die können wir nicht trivial lösen. Das heißt, hier substituieren wir und wir substituieren direkt am Anfang. Das macht uns die ganze Sache einfach und sagen einfach e hoch x soll u sein. Dann ist es alles ein bisschen einfacher. Dann steht mir hier ein u und da ein u. Also u minus 2 minus 15 durch u gleich 0. Eine Gleichung, in dem die Variable im Nenner eines Bruchs steht, ist natürlich für uns total ekelhaft. Wie können wir das lösen? Wir multiplizieren direkt mit u die ganze Gleichung durch. Also mal u. Somit haben wir u mal u, also u Quadrat. Minus 2u minus 15 gleich 0. Und schon sehen wir hier, wir müssen eine quadratische Gleichung lösen. Wir können die PQ-Formel anwenden. Also tun wir das doch einfach. U1, 2 ist gleich minus p halbe. Also minus p ist in dem Fall minus 2, minus minus 2 durch 2, also 1. Plus minus. Nun, diese 1 natürlich ins Quadrat, davon die Wurzel. Also 1 minus q minus minus 15, also plus 15. In dem Fall sieht man das recht einfach, das ist natürlich 1 plus minus Wurzel von 16, also 1 plus minus 4, 4 ist die Wurzel von 16. Also u1 ist gleich 1 plus 4, also 5. u2 ist gleich 1 minus 4, also minus 3. Nun, wir wollen doch nicht wissen, was für u diese Gleichung hier lösen, wir wollen wissen, was für x lösen diese obere Gleichung. Wir müssen also zurück substituieren. Also wissen wir hier zum Beispiel, 5 ist gleich u und u ist ja gleich e hoch x, also 5 ist gleich e hoch x. Damit man so eine Gleichung lösen kann, müssen wir natürlich den Logarithmus Naturalis darauf anwenden. Also ln, ln von 5 und der ln von e hoch x, das ist einfach x direkt selber, also steht hier x ist gleich ln 5. Das wäre unsere erste Lösung für diese Gleichung oder die erste Nullstelle von dieser Funktion hier links. Das zweite, was wir lösen müssten, wäre minus 3 gleich e hoch x. Nun, wir suchen also eine Zahl, mit der man e hochnehmen muss. Also e hoch welche Zahl ergibt minus 3. Nun, e hoch eine positive Zahl, das heißt also e hoch 2, 3, 4, das ist natürlich immer positiv. Und auch e hoch eine negative Zahl ist nichts anderes als 1 durch e hoch diese Zahl. Auch das ist zwar dann deutlich kleiner, aber immer noch positiv. Das heißt, wir haben immer eine positive Zahl bei e hoch x und somit ist das hier nicht lösbar. Anders gesagt, der ln von minus 3 existiert einfach nicht. Somit haben wir nur eine Lösung. Unsere Lösungsmenge wäre also der ln 5. Aber etwas Naturales von 5. Schauen wir uns die zweite hier drüben an. Wir sehen wiederum, wir haben hier etwas Ekelhaftes. Wir haben nämlich eine Gleichung mit Variablen im Bruch. Wir möchten die natürlich möglichst schnell draußen haben. Und hoch 4 Quadrat ohne was, das weist auch schon darauf hin, dass wir eine quadratische Gleichung erhalten können, wenn wir substituieren. Also entweder substituieren wir später oder wir können es auch gleich machen. Wir substituieren x Quadrat zu u. Also steht hier 6 durch u Quadrat plus 1 durch u gleich 1. Und jetzt wollen wir diese ganzen Nenner wegbekommen, das heißt, wir müssen mit dem größten Nenner hier in dem Fall durchmultiplizieren. Das wäre in dem Fall das u Quadrat. Also mal u Quadrat. Dann kommen wir hier auf 6 plus, naja, u Quadrat durch u, also noch u, soll u Quadrat sein. Wir sollen die Gleichung lösen, damit wir PQ-Formel anwenden können. Muss alles auf der gleichen Seite stehen. Also minus 6 minus u. Und schon steht da 0 ist gleich u Quadrat minus u minus 6. Ist ja egal, ob links oder rechts
gleich 0 steht. Wir können hier die PQ-Formel anwenden. U1, 2 ist somit minus P halbe, also 1 halb, plus minus P halbe ins Quadrat, also 1 halb ins Quadrat, plus 6. Wenn das als Dezimalzahl rechnen möchte, sieht das ist 6,25, Wurzel 6,25, muss man wissen. Ich empfehle hier mit Brüchen weiterzurechnen. Also 1 halb plus minus 1 Viertel plus und nun 6 in Viertel schreiben, das heißt 6 mal 4, 24 Viertel. Wir haben also auf Viertel erweitert. 1 plus 24 gibt 25. Wir haben also 1 halb plus minus 25 Viertel und davon die Wurzel. Nun, die Wurzel von 25 und die Wurzel von 4 kann man ganz einfach berechnen. Also 1 halb plus minus 5 halbe oder 2,5. Wer also gewusst hat, Wurzel von 6,25 ist 2,5, hätte hier oben natürlich gerne mit Dezimalen rechnen können. Wäre vielleicht ein Tick schneller gewesen. Das ist aber die sichere Variante, falls ihr die Zahl nicht direkt kennt. Also ich aber hier nochmal, rechnet die mit Brüchen. Das heißt, unser U1, 1 plus 5, also 6 halbe, heißt 3. Und U2, 1 minus 5, also minus 4 halbe, minus 2. Jetzt sind aber nur wieder die Lösungen für diese Gleichung, oder die hier. Wir müssen aber nicht hier oben lösen, das heißt, wir müssen das substituieren. Das heißt, 3 ist gleich x². Wir müssen die Wurzel ziehen, also plus und minus Wurzel 3 sind also x1 und x2. Und dann haben wir noch minus 2 soll x² sein. Nun, es soll also eine Zahl zu, die mit sich selbst multipliziert, eine negative Zahl, die positive Zahlen quadriert, gibt immer was Positives. Und auch negative Zahlen quadriert, gibt immer was Positives. Somit finden wir keine Lösung in den reellen Zahlen für das hier. Somit können wir das nicht lösen. Das heißt, wir haben nur 2 Lösungen dieser Gleichung. Die Lösungsmenge ist also minus Wurzel 3 und plus Wurzel 3. Wir haben also auch hier die Lösungsmenge bestimmt. Nochmal zurück, alles mal von vorne nochmal durch erklärt. Wir haben hier gesehen, x hoch 4, x Quadrat, haben dann substituiert, weil wir gesehen haben, das können wir so nicht auf Anhieb lösen. Und haben gesagt, x Quadrat ist gleich u. Und dann haben wir gesehen, wenn man das den Nenner rausmultipliziert, das heißt mit dem größten Nenner durchmultipliziert, haben wir eine quadratische Gleichung und können die mit der PQ-Formel lösen und haben dann zurücksubstituiert. Danke, dass ihr hier reingeschaut habt. Bleibt uns einfach gewogen. Bis dann. Tschüss.